Willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. In der Aufnahmesession, wir gehen direkt zu Nexus, das wollten wir eigentlich machen. Wir sind mit Haval eigentlich fertig, also wir sollen da tatsächlich nochmal hin. Aber wir haben auch zwei Erinnerungen, die wir uns ansehen müssen auf den Nexus. Also wir sollen noch nach Kadara und ich glaube auf Volt haben wir auch noch ein paar Quests. Das muss ich aber gucken. So, wir gehen jetzt erstmal zu Nexus. So wie ich es am Ende der letzten Aufnahmesession angekündigt hatte. Denn wir haben unterdessen schon genug Erinnerungsfragmente gesammelt, um die nächste und ich glaube die übernächste Erinnerung von unserem Vater freizuschalten. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass man die so, also dass die so an Locations gebunden sind und nicht ans Level oder an dieses Viability-Ding. Wir haben ja so, also wir haben ja Level für uns und es gibt ja auch dieses Lebensfähigkeitsding. Ich finde das immer noch so geil, wie das Schiff da ankommt. Ich mag das irgendwie. Wenn da nichts ist und dann kommt ein riesen Knall und dann ist da auf einmal was. Finde ich super. Wir haben ja, also es gibt ja, also ich finde das seltsam, dass diese Erinnerungsstücke, die man freischalten kann, um auf die Erinnerungen des Vaters, also von Alec Ryder, zugreifen zu können, dass die an Locations gebunden sind. Wenn ich die Entscheidung damals getroffen hätte, anstelle der Entwickler, hätte ich die nicht verteilt im Level, also wäre das keine Level-Quest gewesen, sondern es wäre, wir haben ja hier, es wäre gebunden an die Andromeda-Lebensfähigkeit. Ja, umso höher die Nexus-Stufe, umso mehr Erinnerungen verschaltet man frei. Das würde für mich viel mehr Sinn ergeben als... Ryder, haben Sie Lexi gesehen? Ist sie etwa nicht auf der Krankenstation? Nein, und sie reagiert auch nicht auf meine Com-Nachrichten. Ich werde sie schon finden. Nanü, Lexi ist weg. Vielleicht wollt ihr ehrlich sein. Carrie, ach, die Reporterin, sie will mit uns reden. Hätten Sie Zeit für ein Interview? Ich würde gerne mehr über die Angara erfahren. Es ist selten, dass ein Erstkontakt derart reibungslos verläuft. Fest steht, die Angara sind friedlicher als die Cat. Viele von uns setzen große Hoffnungen in dieses Bündnis. Ja, schön, Sie zu sehen. Erstkontakt, das war doch kein Erstkontakt mit den Angara. Aber jetzt machen wir erstmal. Ich dachte mir schon, dass Sie nach den Angara fragen würden. Ein guter Grund, sich mal zu melden. Das ist nicht... Es geht hier um Geschichte, nicht um Sie und... Mich und? Ich muss das hier beenden. Also... Die Angara. Was halten Sie von diesem Bündnis? Die Dinge laufen gut, es wird ein hartes Stück Arbeit. Ja, ich glaube, es wird eher ein hartes Stück Arbeit, auch wenn die Dinge momentan... Wobei, so gut laufen sie gar nicht. So gut laufen die Dinge gar nicht. Ich könnte lügen, aber nein, sie laufen nicht gut. Die vertrauen uns nicht. Also die eine Hälfte der Bevölkerung der Angara vertraut uns nicht. Der Widerstand vertraut uns nicht richtig. Und Liam hat ziemliche Scheiße gebaut, was das angeht. Er hat Daten gestohlen. Oder zumindest versucht, Daten zu stehlen und dann, ja, Daten der Nexus an sie weiter, ja, also Liams Missionskacke und dann noch dieses Misstrauen, das sie von vornherein schon hatten. Nee, die Dinge laufen nicht gut. Die Angara haben ihre eigenen Probleme und wir sind Neuankömmlinge in ihrem Cluster. Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Der angaranische Soldat, der sich ihrem Team angeschlossen hat, hat schon jetzt einige Fans, aber alle reden von Aya. Grüne Pflanzen, Wasserläufe. Unsere Anführer haben bereits darüber diskutiert, ob wir Kolonisten dorthin schicken sollten. Kolonisten? Also, wenn man es uns erlaubt, das ist mir egal. Wenn die Angara einverstanden sind, wüsste ich nicht, was dagegen spreche. Ich frage mich, wer diese Entscheidung wohl trifft. Die Angara haben ja keine nennenswerte Regierung mehr. Okay, das... Okay... Kamera aus. Ich muss etwas sagen. Ich habe das Gefühl, Sie wollen mehr von mir als nur ein Gespräch beim Interview. Könnte sein. Was ist mit Ihnen? Ich will... Das ist nicht richtig. Es ist unethisch, etwas mit einem Interviewpartner anzufangen. Aber wenn die Dokumentation fertig ist, dann könnten wir uns etwas besser kennenlernen. Bis dahin könnte ich vergeben sein. Ich werde mich nicht in Ihr Leben einmischen. Was zwischen uns passiert, bleibt unter uns. Aber wenn Sie sich mir öffnen wollen, würde mir das gefallen.
wenn die Dokumentation fertig ist. Nein, das ist nicht richtig. Hören wir auf. Ist vielleicht das Beste. Okay, haken wir es ab. Oh, ein Anruf aus dem Büro des Direktors. Entschuldigen Sie mich. Gut, das war das. Ich habe mich mal dagegen entschieden, einfach aus dem Grund, dass sie, wie es gesagt hat, also sie hat gesagt, das ist unethisch und das stimmt. Nein, ich fürchte, das ist die finale Schnittversion. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Es läuft großartig, Ryder. Danke für alles. Ja, Director Tan ist nicht besonders erfreut über unsere Interviews, natürlich. Der will das natürlich alles selber kontrollieren. Ich frage mich, was mein Vater zu all dem sagen würde. Hätte er mich bei meinem Entschluss ermutigt? Wäre er mitgekommen, wenn er gekonnt hätte? Mass Effect und die Companions, die immer Vaterprobleme haben, ne? Ist das wichtig? Das wäre bestimmt, ist das wichtig? Mach, komm. Ich bin sicher, dass er das getan hätte, um bei seiner Familie zu sein. Ja, das glaube ich auch. Sid erinnert sich gar nicht mehr an ihn, aber ich schon. Ich denke, es hätte ihm hier gefallen. Hm, vielleicht. So wie ich das mitgekriegt habe, war er ein ziemliches... Hey, Pathfinder! Wer bist du? War ein ziemlicher Arsch. Hallo. Gil Brody ist Ihr Techniker, stimmt's? Ja. Korrekt. Mein Name ist Bailey. Ich habe früher hier in den Hangars mit ihm zusammengearbeitet. Sie wissen nicht zufällig, ob er verfügbar ist, oder? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Ich könnte mir fragen, wofür. Das kommt darauf an, was Sie meinen. Er ist wegen seiner Pflichten ziemlich beschäftigt. Also ich meine... Ach, schon gut. Bestellen Sie ihm einfach Grüße von mir, okay? Das ist meine Frau Andrea. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Willkommen auf der Nexus. Lassen Sie mich kurz Ihre Profile aufrufen. Da haben wir Sie ja. Ihre medizinischen Scans sind in Ordnung. Alles bestens. Ihrer Immigration steht nichts im Wege. Wo werden wir leben? Auf Eos. Der Außenposten Prodromos wird als militärische Anlage eingerichtet. Sie beide sind Ernährungstechniker? Das ist sinnvoll. Soldaten müssen auch essen. Hallo, ich bin der Einsatz. Gründerin der Initiative. Willkommen auf das Terraforming läuft noch, könnte also eine Weile dauern. Terraforming? Ich dachte, alles wäre vorbereitet. Es gab ein paar unerwartete Komplikationen, aber nichts, was die Pathfinder nicht lösen könnten. Begeben Sie sich fürs Erste bitte in den Wartebereich. Der Nächste. Cool. Und da kommt auch direkt in der Nähe. Cool. Ich könnte jetzt den ganzen Tag stehen, quasi. Hallo, ich bin Jean Garth. Was zur Hölle? Willkommen auf der Lex. Wie ist Ihr Name? Bradley Kane. Bitte nehmen Sie. Hallo, Bradley. Ich habe Sie in unserer Datenbank. Ich muss nur noch Ihren medizinischen Scan überprüfen. Da ist er und. Haben Ihnen die Ärzte irgendetwas gesagt? Nein, sie waren total überlastet. Sie meinten nur, meine Ergebnisse würden sich ein wenig verzögern. Ich verstehe. Nun, dem Scan zufolge haben Sie eine Otitis Media. Oh nein! Ich wusste es. Ich habe diese ganze Reise auf mich genommen, nur um jetzt zu sterben. Nicht doch. Sie haben nur eine Ohrenentzündung infolge eines kleinen Infekts. Bei einigen Leuten muss sich das Immunsystem erst an die neue Umgebung anpassen. Oh, oh, oh. Sehr gut. Ich war schon immer gegen alles allergisch. Es ist nichts Ernstes, also spricht nichts gegen Ihre Immigration. Sie sollten zwar unser medizinisches Personal aufsuchen, aber ansonsten viel Glück. Der Nächste. Die Nächste. Und da kommt auch schon die Nächste. Okay, wie viele kommen denn da noch? Ihr Name? Moira Purcell. Spezialistin für Sicherheitssysteme. Aber ich bin nicht alleine hierher gekommen. Mein Sohn müsste auch hier sein. War er auf der Hyperion? Willkommen auf der Ja, er ist Landwirt. Ah, da haben wir schon. Prodromos wird eine vorgelagerte Sicherheitsstation. Die Gruppe Ihres Sohnes wird dort nicht so schnell benötigt. Sie stehen auf dem universellen Wegplan. Und wann wird er aufwachen? Ich bin sicher, er wird bei einer der nächsten Gruppen sein, die wir aus der Stase holen. Oh gut, da bin ich aber erleichtert.
Sie können dort drüben auf weitere Anweisungen warten. Danke. Okay, das waren alle. Jetzt ruft sie nicht mehr den Nächsten und es stehen hier auch keine NPCs mehr rum, die irgendwie jetzt anfangen dahin zu laufen. Das heißt, das waren jetzt alle. Finde ich cool. Einfach so kleine, ja, so kleine atmosphärische Details. Finde ich super. Das habe ich ja schon von Anfang an gesagt. Andromeda strotzt nur so vor diesen kleinen Details und Gesprächen und die Dialogen, die man beim Vorbeilaufen eigentlich verpasst. Ich guck mich mal ganz kurz bei den Händlern um. Verdammt, mir fehlen noch immer einige Teile. Fahrzeughändler. Wendigkeitsmodus könnte ich kaufen, da müsste ich nicht bauen. Sehr gut. Honigwabe, Initiative und Schneefall. Ich kaufe die einfach mal, was soll's. So, Gemischtwarenhändler. Was hat der hier oder sie, was verkauft sie? Mods natürlich, habe ich Mods, die ich verkaufen kann? Weiß ich nicht, ne? Das eventuell. Schrotflinte. Weiß ich nicht. Hier ist nix, hier ist nix, hier ist nichts. Ah, reliktische Frierungsschüssel, Schlüssel. Ein Modell der Nexus und ein Modell des Nomad ND1. Für unser Quartier. Sehr schön. So, dann sind wir ja Level 30 geworden in der letzten Aufnahmesession. Das heißt, wir haben jetzt Zugriff auf Ausrüstung der Stufe 5. Da ich allerdings so wenig Platinum habe und sowas, muss ich das kaufen, wenn ich es überhaupt kann. Die Crusader und sowas ist nicht besonders toll. Panzerungshändler, Pathfinder Vigilant 5. Ne, die Pathfinder-Rüstung habe ich ja alles schon auf Stufe 5, ne? Oder, warte. Muss ich ganz kurz gucken. Ja genau, die war alles schon auf Stufe 5. Ich muss sie noch ausrüsten. Genau. Oh, heißt das, Sie wollen eine Rückerstattung? Was? Hier fehlt irgendwie ein NPC, der mit dem reden sollte. So, dann wollen wir mal zurück zu Hyperion ins Habitationsdeck. Und uns die Erinnerungen von unserem verstorbenen Vater ansehen. Da müssen wir zwei freigeschaltet haben, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann können wir ja auch mal bei Sarah vorbeigucken und dann nochmal im Operationsbereich. Vielleicht ein paar zwei Hauptquartier, vielleicht ist da irgendwas. Hat sie was zu sagen? Nein. Ich sprinte mal. Hoffnungsvolle Bürgerin. Oh, ich kann's gar nicht. Pathfinder, ich habe gehört, der Angara-Planet Aya soll ein Paradies sein. Endlich haben wir eine großartige Welt gefunden. Wann ziehen wir dort ein? Hoffentlich bald und wenn wir die Angara dafür raushauen müssen. Wenn die Zeit reif ist. Wenn unsere Freundschaft sich vertieft, werden wir hoffentlich auch immer mehr miteinander teilen. Aber wir müssen selbst großartige Planeten finden. Für uns alle. Stimmt. Aber hey, jetzt wissen wir wenigstens, dass es mindestens einen gibt, richtig? Sie schaffen das schon. Machen Sie so weiter, Pathfinder. Natürlich. Danke für die netten Worte. Da lang. Der Samcare. Waren Sie jemals gefangen und hatten keine andere Gesellschaft als Ihre eigenen Gedanken? Das ist entsetzlich. Ich empfinde keine psychologischen Qualen, wie Sie sie beschreiben. Empfinden Sie überhaupt etwas? Nein. Und es fasziniert mich, dass Sie es tun. Sie finden mich faszinierend? Hat sie was zu sagen? Mein Befreier. Willkommen. Huch, eine andere Stimme. Sam, Nexus, näher, nichts zu sagen. Danke für Ihre Zeit. Es scheint, als wäre das alles, was ich zu geben habe. Zumindest im Moment. Ja, vielleicht irgendwann mal mehr. So. Ryder, eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist verfügbar. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt ein Familienzusammentreffen auf der Erde. Endlich. Der Ryder-Clan in einem Raum. Kommt mir vor, als wäre es Jahre her. Oder mehr. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ich hab euch vermisst. Wie fühlst du dich, Mom?
Nein, das machen wir nicht. Nur eine Regel. Wir reden nicht über mich. Mir geht's gut. Und wenn nicht, habe ich Pillen. Okay? Okay. Gut, reden wir von was anderem. Alec? Echt jetzt? Ihr seid beide gewachsen. Ja, Dad, das kann schon mal vorkommen. Ja, ich weiß. Also, die Allianz soll an einem neuen Mako arbeiten. Ja, und man kann ihn aus einem Schiff abwerfen. Ich weiß, angeblich kriegen wir bei der nächsten Expedition einen. Erkundet ihr immer noch die Attika-Traverse? Wir haben vielleicht eine Proteaner-Stätte gefunden. Bislang keine Artefakte. Wir graben noch. Mit den ersten Ruinen auf dem Mars veränderte sich mein Leben. Außerirdische waren real. Wir mussten sie nur finden. Genau. Ich sehe mir jeden Morgen ein Masseneffektportal an und denke, was ist auf der anderen Seite? Verlier das nicht. Denn sobald du aufhörst, dich das zu fragen, stirbst du innerlich ein bisschen. Keine Chance. Wir haben das im Blut. Durch dich. Wie war das, Dad, als du das erste Portal durchschritten hast? Vergesst die Geschichten. Das Charon-Portal hat uns allen Angst gemacht. Einschließlich Admiral Grissom. Lasst uns jetzt essen, was eure Mutter den ganzen Tag gekocht hat. Und ich erzähle euch davon. Daran erinnere ich mich. Mom hat sich beschwert, dass der Ryder-Clan nie gleichzeitig im selben Zimmer war. Merkwürdig, wo sie doch eine Familie waren. Naja, das Leben ist hektisch, ne? Die Menschen sind beschäftigt. Sarah und ich wollten auf eigenen Beinen stehen. Ein Weg, auf den ihr Vater anscheinend Einfluss genommen hat. Ja, ob gut oder schlecht, deine Eltern färben einfach auf dich ab. So eine Art Symbiose? Ja, könnte sein. Allerdings nicht immer zum Vorteil. Sie sind daraus hervorgegangen. Das Urteil darüber ist noch nicht gesprochen. Jedenfalls habe ich an diesem Tag verstanden, was emotionale Bindungen in einer Familie sind. Ihr Fortschritt als Pathfinder hat eine weitere Erinnerung freigeschaltet. Ich verstehe jetzt gerade den Sinn dieser Erinnerung von gerade eben nicht. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich verstehe jetzt nicht, wieso hat unser Vater die Erinnerung versteckt vor uns? Also warum ist die so wichtig? Da war doch jetzt nichts Besonderes in der Erinnerung, also in der Szene. Das war doch einfach nur... Also Familie schien ihm wichtig zu sein, aber ich habe die ganze Zeit nach irgendwas Verstecktem gesucht oder so, aber abgesehen von der Hintergrundmusik, die Hintergrundmusik von Eden Prime war, aus Mass Effect 1 oder Pheros, ist mir nichts aufgefallen. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung zeigt, wie Alec zum ersten Mal von der Initiative erfuhr. Es dauert nur einen Moment. Hallo, Alec. Ich bin zu alt für Spielchen. Ich habe Ihre Nachricht erhalten und bin hier. Wer sind Sie? Ein Wohltäter, wenn Sie so wollen. Haben Sie ein Angebot für mich? Zukunft. Ziemlich vage. Eine Zukunft für Ihre Frau. Sie haben kein Geld mehr, keine Kontakte. Sie können Sam nicht fertigstellen. Woher wissen Sie? Ich kann Ihnen helfen. Was immer Sie brauchen. Sagen Sie mir erst, was Sie brauchen. Ihre KI kann nicht nur Ihre Frau heilen, sondern auch die Rettung für viele andere sein. Ich verstehe nicht. Wo wir hingehen, brauchen wir eine andere Perspektive, um Dinge zu verstehen. Wo ist das? Die Andromeda-Galaxie? Ich habe einen Vorschlag für Sie. Und Alan hat nicht viel Zeit. Sind Sie interessiert? Wie war das? Wer war das? Der Wohltäter? Ich glaube, die Andromeda-Initiative war mehr, als die Öffentlichkeit wusste. Private Loks sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Vielleicht bringen sie neues Licht in die Sache.
Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Das war vorerst alles. Natürlich. Das war seltsam. Der Elusive Man, also der Unbekannte vielleicht. Und das war die Stimme von Cassandra aus Inquisition, aber... Der Unbekannte gibt seine Position und sein Ich quasi nicht gerne zu. Das kennt man ja. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Also vielleicht hatte der, ist der Wohltäter, vielleicht hat das irgendwas mit der, mit dem Cerberus zu tun. Das ist ja schon die ganze Zeit mein Verdacht. Denn das Geld für die Initiative, das muss ja auch irgendwo herkommen. Und wer war einer der reichsten oder welche war eine der reichsten Organisationen in der Milchstraße? Der Cerberus. Ich frage es halt nur, warum starten sie eine Expedition nach Andromeda? Zum Fliehen? Es würde hinhauen, wenn man die Vorgeschichte des Elusive Mans kennt, dann geht das. Ich hatte gestern ein merkwürdiges Treffen. Ich dachte, es wäre mit Gian Garson, der Gründerin der Initiative. War es aber nicht. Gian ist die Visionärin. Sie begeistert alle für das Projekt und sorgt für Publicity. Aber offensichtlich beschafft dieser Wohltäter Ressourcen und Geld. Und zwar viel Geld. Das Ganze ist ungewöhnlich, aber... Das gilt für alles an diesem Projekt. Interessant. Ich frage mich, ob Direktor Ten darüber irgendwas weiß. Ich sollte mal mit ihm darüber reden. Ich habe das Angebot der Initiative angenommen. Sie nennen mich einen Pathfinder. Es gibt keine andere Option mehr. Ohne sie wird Sam niemals Realität. Unsere Ersparnisse sind verbraucht und niemand ruft mich zurück. Ich bin ein Paria. Irgendwas an diesem Wohltäter ist seltsam, aber Alan geht es schlechter. Ich darf sie nicht im Stich lassen. Mit Director Tan über den Wohltäter sprechen. Ich nehme nicht an, dass der was darüber weiß. Also, dass die Erinnerung geheim war, das verstehe ich schon eher, aber das mit der Familie verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wieso? Weil wir ja selber auch die Zugriff auf die Erinnerung haben. Warum also die Erinnerung geheim halten? Also, was ist daran so wichtig? Gute Arbeit mit dem Prodromos Außenposten, Pathfinder. Wir sind bereit, ein paar Kolonisten aufzuwecken und sie darunter zu schicken. Ich freue mich schon darauf, die Begeisterung in ihren Gesichtern zu sehen, wenn ihnen klar wird, dass das hier wirklich passiert. Danke für Ihre Zeit. Gerne doch. Ich wollte nur gucken, ob sie was zu sagen hat. Weil man kann sie anreden, also so genau wie Lani. Ich verstehe nicht, warum man mit der reden kann, aber man kann's. Pathfinder? Ja, sie hat nicht mal was zu sagen. Ich muss jetzt gehen. Nicht. Bis bald mal wieder. Bis bald. Ja. Guck mal, da hinten ist Pelisseria, die Blöhkuh. Hallo, Vetra. Ich bin an einem interessanten Ort. Wollen wir uns treffen? Vielleicht in der Lounge der Nexus? Danke für die Einladung. Ein andermal, okay? Kein Problem. Ein interessanter Ausdruck. Warum bist du an Bord der Hyperion? Sie verbringen immer noch keine Zeit auf der Nexus, oder? Nein. Ich habe die Runde gemacht. Da laufen immer mehr Leute rum. Meine alte Wohnung wurde beschlagnahmt. Wahrscheinlich brauchen sie den Platz. Das scheint sie traurig zu machen. Nicht wirklich traurig. Ich habe nur erkannt, wie schön es war, einen ruhigen Ort zu haben, wo ich einfach verschwinden konnte. Jetzt kann man hingehen, wo man will. Zack, überall Leute. Ja, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ich verstehe immer noch nicht so ganz, warum sie ausgerechnet nach Andromeda gegangen ist. Ich meine, sie sagt, es war alles langweilig in der Milchstraße und ich wollte was Neues erleben, was noch nie jemand erlebt hat, aber das hätte sie dann doch, also die Milchstraße war jetzt auch nicht komplett erforscht. Also sie erscheint mir, ich weiß nicht, verantwortungslos. Verantwortungslos und irgendwie
Kryostation oder Kommandozentrale? Kryostation, ich weiß nicht. Kryostation wegen der Schwester, aber wahrscheinlich gibt es da überhaupt nichts, also gehe ich jetzt mal in die Kommandozentrale. Ich nehme nicht an, dass es irgendeine Veränderung gibt. Führende Wissenschaftler rätseln weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Laden. Das war alles mit den aktuellsten Neuigkeiten. So. Achtung an das gesamte Personal. Es tut mir leid, Lerner. Sie versuchen nur, unsere Moral zu stärken. Was? Ich hab doch gesagt, EOS gibt... verstehe ich nicht. Das ist der Turianer, der uns mal gefragt hat, wie es EOS geht. Ich weiß gar nicht, was mit Cid reden? Was, wieso? Hey Pathfinder, wie läuft's? Alles gut? Ich will dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Das ist seltsam. Warum steht da oben Cid reden? Mit Cid reden? Warum steht das da? Kümmern Sie sich um die neuen angaranischen Rekruten. Nein, wir registrieren feindliche Aktivitäten. Einsatzzentrale, erbitte... Danke für Ihr Verständnis. Wegen des Außenpostens und der Demonstranten. Sie machen gar nicht den Eindruck, dass Sie politisch interessiert sind. Bin ich auch nicht. Ich will nur, dass alle am Leben bleiben. Und vielleicht verstehen das diese Demonstranten auch irgendwann. Es ist vorbei. Ich will nicht länger darüber nachdenken. Ist sonst noch was? Wohlergehen der Turianer, Einsatz im Lied, ihre Aufgabe, also nach Andromeda, die Cat. Haben wir nicht irgendwie Anzeichen? Also haben wir nicht. Wir haben noch diese Turianer gefunden auf Haval. Können wir das denn nicht sagen? Wohlergehen der Turianer? Nee, ne? Bis bald, Kandros. Die Pflicht ruft. Meine auch, Pathfinder. Ach nee, das war mit Vetra, ne? Mit Vetra konnten wir über die Turianer reden, also über die Arche der Turianer. Genau. Das war ja nicht mit Kandros. Tanzbüro? Ich dachte, das ist Pathfinder Hauptquartier. Hey, Ryder. Hallo, Cora. Ich glaube nicht, dass sie was zu sagen hat. Kann der Milchstraße nichts zu befürchten. Aber haben sie uns denn etwas anzubieten? Unsere Weisheit, unser Wissen. Davon haben wir selbst genug. Natürlich. Und sie haben außerdem Nahrung, Wasser, alles, was man zum Leben braucht. Ah, wir kommen langsam zum Kern der Sache. Ich würde gerne die Grundlagen für eine Handelsbeziehung zwischen unseren Völkern legen. Womit könnten sie denn handeln? Nun ja, mit Weisheit und Wissen. Wir werden es in Erwägung ziehen. Einen schönen Tag noch. Ja, der ist sehr gut im Handeln, das ist unglaublich. Kann ich Ihnen helfen? So, was ist der Wohltäter? Wer ist der Wohltäter? Wohltäter. Nur aus Neugier. Was wissen Sie über die Unterstützer der Initiative? Nur das, was alle wissen. Jean Garson war die Gründerin und hatte die Vision. Unglücklicherweise starb sie während der Geißelkatastrophe auf der Nexus. Gibt es sonst noch jemanden? Ich wünschte, es wäre so. Eine Stimme, die das Gesindel zum Schweigen bringt. Dann würde Cash vielleicht zuhören. Aber nein, wir sind allein. Warum fragen Sie? Wunschdenken, es gibt jemand anderen. Soll ich es ihm sagen oder soll ich es ihm nicht sagen? Ich traue ihm nicht so ganz. Also einerseits schon, aber irgendwie auch nicht. Und irgendwie... Nur so. Ich hatte wahrscheinlich gehofft, die Kavallerie wäre bereits unterwegs. Ja. Hätte sie doch nur überlebt. Nein, Jean Garson war unser Leuchtturm. Schon traurig, wenn jemand von so großer Bedeutung ganz alleine sterben muss. Oh. Überall herrschte Chaos. Als man sie fand, war sie bereits tot. Ihren Verletzungen erlegen. Was? Ich dachte, sie ist irgendwie während dem Kryoschlaf-Ding, also so wie bei unserer Schwester. Also, dass sie im Kryoschlaf war und dann Zusammenstoß mit der Geißel und der Kryoport war. Also, der Kryoport wurde beschädigt, aber hä? Ganz allein gestorben? Sie erlag ihren Verletzungen? Wurde der Fall untersucht? Ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Stase. Aber die Geißelkatastrophe brachte so viel Zerstörung.
Der Tod war überall. Falls Sie andeuten wollen, dass etwas anderes passiert ist, Ryder, würde ich es begrüßen, wenn Sie es nicht täten. Wir brauchen nicht noch mehr Verwirrung und Unruhe. Danke für Ihre Zeit. Würde ich doch nie machen, Tan. Würde ich doch nie machen. In Unterlagen der Nexus Ryder, noch... Wenn Sie das weiterverfolgen wollen, könnte ein Zugriff auf die Sicherheitsunterlagen der Nexus mehr Informationen zutage fördern. Das mit Cerberus passt auch einfach, weil hier Informationen über die Normen, die SR2 haben. Das habe ich schon mal gesagt. Die Normen, die SR2, die wurde im Jahr 2185 erbaut von Cerberus und das war geheim. Davon wusste nur Cerberus was. Erst ein Jahr später hat die Allianz mitgekriegt, dass die SR2 existiert. Hey, Ryder. Hallo, Cora. So. Dann gucken wir mal nach, ob wir hier noch irgendwas haben. Aber ich glaube nicht, ne? Also ich konnte ja mal ganz kurz gucken. Logbuch. Familiengeheimnisse der Ryder, genau. Zusätzliche Aufgaben. Roker-Manifeste, bla bla bla. Hios-Aufgaben. Nexus, die Feuerwehr. Auf eine E-Mail von Knickt warten. Wladimir Brecker, der hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Hat Edison was zu sagen? Pathfinder. Nee. Direktor Edison. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Verstehe ich nicht ganz, wir sollen uns ja mit ihr unterhalten, wegen Haval, aber nur auf Haval. Pathfinder? Was, Pathfinder? Was, beunruhigter Bürger? Was ist los? Was gibt's? Sie stellen sich da draußen den Cat. Wir hören hier nur Gerüchte, dass sie Monster sind. Vielleicht verstehen sie uns bloß nicht. Glauben Sie, dass Frieden mit ihnen jemals möglich sein wird? Nein. Die Cat wirken ziemlich gefestigt, was ihre Vorgehensweise angeht. Dann müssten also wir uns verändern? Wenn es nach ihnen geht, verändern sie uns so, dass wir werden wie sie. Das ist ihre Methode. Oh, verstehe. Dann müssen wir den Kampf fortsetzen. Danke für Ihre Zeit. Ist zwar nicht schön, aber gibt wohl keinen drumrum. Also es scheint nicht so. Diese religiösen Spinner. Ich mache mir Sorgen um die Nexus, wenn euch die Cat finden. Verteidigen wir die Station. Das ist alles, was wir hier tun können. Sorg du einfach dafür, dass dem Pathfinder nichts passiert und die Cat beschäftigt sind. Und pass da draußen gut auf dich auf. Ich hab nur einen von deiner Sorte. Pathfinder? Nichts. Das war vorerst alles, was ich wissen wollte. Bis bald. Ja, ich will nur gucken, ob die irgendwas zu sagen haben, ne? Vielleicht auch Dreck hier? Hey, Ryder! Hallo? Hallo? Pathfinder. Nee. Okay, die haben alle nichts zu sagen. Dann wollen wir mal gucken, was das mit Gian Garsons Tod auf sich hat. Das kommt mir ja irgendwie nicht ganz koscher vor. Und natürlich ist das nicht ganz koscher. Natürlich, okay. Ist es doch jetzt schon. Wonach suchen wir, Sam? Alle Informationen, die etwas mit Gian Garsons Tod zu tun haben. Alle. Das können ja nur ein paar sein. So, Vermisstenmeldung Jay Garson. Akte 1, Nummer 100, 1A98. So. Die Gründerin der Andromeda-Initiative, Gian Garson, wurde als vermisst gemeldet. Sie wurde zuletzt während der Notfallstase-Aufhebung gesehen, die nach der Geiselbegegnung durchgeführt wurde. Es wurde eine Suchmeldung herausgegeben. Das heißt, sie hat die Geiselbegegnung überlebt. Also, den Kontakt mit der Geisel, den ersten Kontakt. Und war auch nicht in der Stase. Ich habe immer angenommen, die wären doch im Stasepod und dann Geisel und dann hat die Geisel die Stasepods. So wie bei unserer Schwester eben. Aber nee. Garson-Ermittlung geschlossen. Akte 1A98 Ergänzung. Aktualisierung zur vermissten Meldung zu Gian Garson. Die Wartungscrew fand ihre Leiche in einem der Apartments auf den Nexus. Sie wies schwere Verbrennungen auf, ähnlich wie Leichen anderer Personen, die während des Geiseldesasters getötet wurden. Es ist unklar, wie die Leiche dorthin gelangt ist. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass Garson durch das Geiselereignis verwirrt und desorientiert war. Die Ereignisse passen zum zeitlichen Ablauf. Todesursache, Opfer des Geiseldesasters. Fall geschlossen. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum sollte sie während einem Geiseldesaster in ihrem Apartment sein? Und wieso sollte sie Verbrennungen davon tragen? Das macht doch keinen Sinn. Hä? Kolonialverwaltung, bitte informieren Sie Direktor Tan über Ihren Status.
Die einzige echte Tatsache ist, dass ihre Leiche in einem der Apartments gefunden wurde. Dann ist die Verbindung ihres Todes mit der Katastrophe durch die Geißel reine Spekulation. Ja, sie wollten die Sache unter den Teppich kehren. Wir sollten uns mal dieses Apartment ansehen. Mithilfe der Umgebungsdaten können wir den Hergang rekonstruieren. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ein Arbeiter ist ins All getrieben und die Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße kontaktiert wurden? Was? So, wir müssen hier hoch. Das macht doch gar keinen Sinn. Also warum sollte jemand Gian Carson töten? Wenn die Visionärin hinter der Andromeda-Initiative war, gibt es doch gar keinen Grund, sie zu töten. Hier wurde Gian Carsons Leiche gefunden. Wonach suchen wir? Wenn Sie den Raum scannen, ermöglichen uns die Umgebungsdaten vielleicht die Rekonstruktion des Hergangs. Den Raum nach Hinweisen scannen. Gian Carson und eine weitere unbekannte Person. Das war kein Unfall. Sie wurde ermordet. Die Tat hat sich vor mehr als einem Jahr ereignet. Der Mörder ist wahrscheinlich längst über alle Berge. Ja. Aber Moment mal. Dieser ganze Bereich war damals abgeriegelt. Er wurde erst nach der Ankunft der Hyperion geöffnet. Was wollte Carson überhaupt hier? Vielleicht wäre ein weiterer Scan des Raums angebracht. Ja, ich habe nie aufgehört. Präzisionswahrscheinlichkeit, Präzisionsgrenzwert 82%. Das heißt, zu 82% stimmt diese Rekonstruktion. Die wurde im Schlaf ermordet? Oder wie, oder was? Okay, hier ist nichts. Die hier eigentlich ein Badezimmer? Es scheint nicht so. In der Wand befindet sich eine Geheimtür. Was haben wir denn hier? Ha! Ein kleines... Ach, da! Eine Schlafkoje, eine Toilette, das ist mehr als sie hier hat. Es sei denn, hier hinter ist irgendwo ein Ding, ein Badezimmer. Werden das nicht hier angelassen oder geht das an, wenn, also gehen die ganzen elektronischen Geräte an, wenn man das Apartment betritt? Ein Klo? Ein Datapad? Hier spricht Gian Carson. Ich habe nicht viel Zeit. Ich verstecke mich seit unserer Ankunft in den abgetrennten Bereichen der Nexus. Jemand will mich töten. Und jetzt höre ich sie unten in den Hydrokulturen. Sie kommen. Ich habe alles, was ich weiß, in meiner VI im Kulturzentrum gespeichert. Dieses Log enthält den Code. Und was auch passiert. Oh Gott. Sie sind vor der Tür. Wow. Das ist echt heftige Scheiße. Ja, sehr beunruhigend. Ich habe den Code für den VI-Kiosk, den sie erwähnt hat. 1.1.1, 2819. 2179, einmal erwähnt, ein Sturm kommt. Sagte, Beweise sind eindeutig. Heißt, Andromeda? Warum? Die Hyperion machten immer noch keinen Kontakt. Wo ist Alec? Haben sie ihn auch erwischt? 2179, einmal erwähnt, ein Sturm kommt. Sagte, Beweise sind eindeutig. Ein Sturm kommt. Beweise sind eindeutig. Andromeda, warum? Also diese Wohltäter hat irgendwas, hat gesagt, ein Sturm kommt und die Beweise dafür sind eindeutig im Jahr 2179, also 6 Jahre vor Mass Effect 1, nee, gar nicht,
vier Jahre vor Mass Effect 1, und hat gesagt, wir müssen zur Andromeda-Initiative, also wir müssen nach Andromeda? Weil hier steht Andromeda, warum? Also war das nicht Gene Garsons Idee? Und haben sie ihn auch erwischt, eine Gruppe? Oder ist das aus dem Englischen falsch übersetzt wegen they? Weil wir nicht wissen, ob der Wohltäter männlich oder weiblich ist und man im Englischen they sagt, wenn es nicht bekannt ist. Also wenn ihr da he, she mit dem Schrägstrich getrennt, so wie er, sie oder they wie einfach sie. Sehr interessant. Für mich weist das immer noch alles auf Cerberus hin.